Wir haben heute den 10.2. auf Mallorca und zwar genau am El Arenal hat es gebrannt bei Biking. Sven González ist der Geschäftsführer der Vermietstation hier am El Arenal und er weiß auch nicht, wie ihm geschehen ist. Ein Brand war für ihn bisher nicht denkbar. Der Vermietmarkt auf Mallorca, sagt mir ein Schaulustiger hier am Brandort, ist sehr umstritten. Es soll sogar eine Vermietmafia geben, die diejenigen gern piesacken, die zu billig sind. Ob das stimmt, kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe den Brandort besucht und Sven auch ein bisschen hinterfragt, warum, wieso es sein könnte. Er ist zu sehr mit der Versicherung jetzt beschäftigt, um mit mir darüber zu reden. Eine neue Ladenpassage, die er schon länger hat, hat er bereits bezogen und das Geschäft kann weitergehen.